Und willkommen zu einer neuen Folge von Drakensang Online. Und was ich mir in dieser Folge ausgedacht habe, ist nämlich die Jubiläumsfolge, 500. Folge, wuhu, direkt nach dem Big Game Hunt Event. Ja, aber vorher herausgebracht, denn ich habe ja hier noch zwei super-duper Maps. Und diese zwei super-duper Maps, die werden nun gespielt, denn ja, die müssen halt mal weg, ne? Und deswegen passt das eigentlich ganz gut, diese super-duper Maps jetzt hier zu spielen in der 500. Folge, voll geil. Deswegen gehe ich mal hier rein, leider nur auf normal. Man könnte einen Schattenstein bekommen. Nicer Stein, Alter. Richtig crap. Nice. Oder hier lustige Lustigkeiten, wie zum Beispiel das Ding oder das Ding oder das Ding. Oder, wer kennt's nicht, Alter? Diese Sage und Schattenkralle. Ja, früher übertrieben krass gut, aber jetzt halt schon nicht mehr. Das ist schon krass. Wie die Zeit vergeht. 20% erhöhter Schaden. Alter Falter. Das sind schon Items, richtig nostalgiemäßig und das dachte ich mir so, passt für die Folge. Deswegen, rein da! Kerngedanke rein! Jetzt komm. Verbindung wird aufgebaut! Das Geile ist natürlich jetzt auch, wenn man das hier neu startet. Ach, jetzt ist ja. Oder wenn hier jetzt ein Disconnect kommt, dann wird man ja quasi automatisch hier weggemacht. Lol. Lol, wie lange dauert das denn hier? Alter, wie lange dauert das denn hier? Alter, pfui teufel, Alter. Weg damit. So. Guck mal, wir haben ja einen Blutdämon. Pow! Wow! Die hauen ja sogar Schaden raus. Wow! Die hauen ja tatsächlich Schaden raus. Da wäre der Olle jetzt weg. Oh, der Blutdämon, der ist auf jeden Fall nicht ohne. Sieht anscheinend so aus. Habe ich irgendeinen tollen Loot bekommen? Anscheinend nicht. Oh lol, der wird wiederbelebt. Ey, oh lol, die Map ist ja doch schwieriger, als ich in Erinnerung hatte. War die nicht letztes Mal, waren die alle One-Hit? Alter, jetzt muss ich hier rote Essenz mitnehmen, um die Platz zu kriegen. Uiuiui. Oh, ich mach mal kurz hier Rüstungssenkung an. Oh jo, jetzt bin ich wieder gestorben. Krass, Alter, krass. Mächtiger Seelenswächter, bam. Alter, die Falle, ne? Da werde ich mir gleich erstmal meinen schönen Buff aktivieren. Okay, anscheinend bin ich schon wieder gestorben. Ach, weil der hier Sargon noch lebt. Alles klar. Wenn Sargon noch am Leben, ja, dann wird man wohl sterben. Alter, was soll denn das jetzt? Habe ich irgendein Item nicht ausgerüstet? Was zur Hölle? Warum bekomme ich jetzt die ganze Zeit unfassbar viel Schaden? Schattenbrand. Hey, was zur Hölle? Was ist denn das für ein Negativeffekt? Alter, ist ja mal brutal. Bin ich richtig ausgerüstet? Ja, wahrscheinlich. Alter, das ist ja richtig unbalanced hier. Zur Hölle, ich dachte mir jetzt, ich mache dir eben mal hier so drei Dinger kaputt. Weißt du, und dann gibt es hier nur richtig schlechte Belohnungen. Aber schon irgendwie auch witzig hier. Alter, was ist denn mit denen los, Alter? Richtig auf Steroide, Alter, die Bosse. Mal richtig schön schwere Bosse hier gehabt. Ist man ja gar nicht mehr gewohnt, Alter. Das Skillniveau der Bosse ist ja unfassbar low. Danke, ja, Spiel. Für nicht reagieren von Skills, weißt du, Skills aktivieren ist in diesem Spiel auch komplett unwichtig, weißt du. Ist nur so hübsches Beiwerk. Ich würde gerne aber auch wissen, oh geil, Alter, ein geheimnisvoller Würfel. Uiuiui. Aber ich würde jetzt halt echt gern wissen. Warum bin ich denn jetzt gerade gestorben? Was für ein Effekt war das?
Es war anscheinend Schattenbrand. Aber hä? So, egal, machen wir nächste Runde. So. Nochmal! Auf ein neues. Jetzt stürzt Nebulero, bam. Komm schneller, mach platt. Bam, 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 bam. Ich glaube, man konnte so einmal ein bisschen polen. Wenn man jetzt hier ein bisschen lang geht. Ich glaube, die buffen sich gegenseitig. Ah, ich glaube, das Ding hatte unfassbar viel Damage gemacht. Hat mich gerade auch getötet. Anscheinend ist das jetzt halt nicht so. Ja, anscheinend macht das One-Hit. Das muss früher anscheinend auch echt Bock gemacht haben, in die Map zu gehen und das zu spielen. So. Drachenhaut direkt an und versuchen zu platt zu machen. Oh, ich habe gar keine Sensen drin. Ja, dann werden die eben. Aber diesmal bekomme ich keine Kostüme bisher. Keine Kostüme in Sicht. Alter, wie oft ich hier sterbe, Alter. Aber jemand soll man sich auch auf diese Bosse vorbereiten? Weißt du, nie gesehen. Beziehungsweise, ich hab voll nicht damit gerechnet, dass sie so unfassbar stark sind. Weißt du, beim letzten Mal, als ich die probiert habe, in der 300. Folge, lustigerweise, ah, oh, da waren die ja mal One-Hit. Und jetzt sind die richtig ja bedrohlich, Alter. Bin ich mal gleich gespannt im Frosty Exil, wie es da abgeht. Ich weiß gar nicht, was man im Frosty Exil überhaupt Schönes bekommen hatte. Oh, jetzt kommt er. Oh, er macht Attacke. Und irgendwas Tolles bekommen? Nee. Halt nur ein Cube. Klasse, Alter. Wow, und das war damals mal eine richtig krasse Belohnung von einem Event, also wenn man ein Event durchgespielt hat. So, Frosty Exil. Oh, ich habe die Chance auf eine Rune. Huiuiuiui. Das wäre mal richtig geil, wenn ich jetzt eine Rune bekommen würde. Dann könnte ich die zusammenklatschen. Mach jetzt hin, ey. Also eine Chance auf eine Rune wäre wohl da. Bei meinem Luck habe ich das wohl nicht. Ey, komm jetzt, ey, das ist jetzt die 25. Folge und nicht hier Ladebalken online. Oh, ich sehe schon, das wird genauso ein mieser Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, was die so alles Tolles können. Wehe, ihr lasst jetzt die Meistertatze nur mit hier Winteressenzen platt machen lassen. Das wäre richtig mies. Kann ich ihn erstmal angucken? Kann ich ihn angreifen? Jawoll. Wow! Meister Tatze hat seine komischen Geschütze. Ist der Zwerginator. Vor dem Herrn. Ja, aber hier kann ich jetzt allerdings alles gut aushalten. Hier gibt es kein OP-Damage. Alter, und das war gerade. Das sind halt normale Maps, ne? Das ist jetzt kein Infernal 4 oder so. Alter, das ist ja mal. Abartig, also ein bisschen unbalanced war da wohl irgendwas. Weil ich bin ja instant gestorben bei den Sachen. So, irgendwas Tolles bekommen? Nee. Geil. Aber hier das schöne Frost der Exil. Kann man sich ja mal angucken. Klasse Map. Eine richtig klasse Map, Alter. So, jetzt zum zweiten Mal hier rein. Wie gesagt, man kann hier
Man könnte sogar einen Sack bekommen, Alter, einen Sack. Klasse. Ja, dann gehen wir mal das zum zweiten Mal rein. Alter, ich könnte einen Sack bekommen oder einen Edelstein. Very nice. So. Jetzt geht er hier wieder besiegt, Alter. Easy, Alter. Der schwerste Gegner von allen. Oh! Gefangene Albträume! Nein! Krass! Wie stark das Ding ist! Es hält meinen Angriffen stand! Mehr als Kalis! Auf Infinite 3! Wobei, hierfür brauche ich. Wobei, wenn das normal, wenn das der normale Modus wäre. Alter, hätten die Bosse viel Leben, Alter. Alter, dann würde man ja eine Stunde brauchen, um auf Infernal irgendwas gerissen zu bekommen. Alter. Das wäre ja unfassbar brutal. So, hier Drachenhaut an und den platt machen. Der Mitwindermann. Zack. Ja, leider nichts Tolles bekommen. Alles hier ist eine wunderschöne Mäppchen. Viele Tage habe ich eigentlich? 18.000. Huiuiui. So, jetzt nochmal kurz gucken, da ich ja neue Erkenntnisse gesammelt habe. Was wäre denn, wenn ich jetzt das Item einfach, also hier, ihr dürft jetzt kurz mal verrecken. Die komischen anderen Attacken hier, die wollen anscheinend nicht weggehen. Ja, dann dürfen sie halt hier bleiben. Guck mal, ich werde gar sogar gar nicht getroffen. Okay, zu früh. Also schön, dass ich weiter angegriffen wird, obwohl alle Bosse platt sind, aber es ist halt Drakensang. Die Map ist der Feind, beziehungsweise das Spiel ist der Feind. Was wollte ich jetzt eigentlich nachgucken? Genau, wenn ich hier die Stats aufmache, den Ring wegmache, dann sieht es wie folgt aus. Okay, leider auch nicht wirkt. Wobei, das ist, das hier kann weg, das kann auch mal weg. So. Denn das hier ist quasi kein Buff, den ich wirklich aktiv werden habe. Dann, wie heißt es, von meinen anderen Runen. Ja, diesen komischen bösen Diamanten von den früheren Video-Events hätte ich dann 12 Crit nochmal drauf. Dann wäre ich bei 340%. Das heißt, ich müsste 60% irgendwo aus den Fingern saugen, damit ich einen Mordesring tragen könnte. Der Mordesring hat 12 bis 15, das heißt, nochmal 12 wären dann wohl weg. Wären dann nochmal weg. Das heißt, ich brauche dann noch insgesamt 48. Das heißt, das wäre ein royaler Krittermitstein und ein mächtiger. Das kostet aber echt eine Menge an Draken. Und da wäre ich jetzt halt gespannt. Also auf jeden Fall könnte man auf definitiv eine dieser Runen noch mit Peng. Mit Dingens machen hier, wie heißen die nochmal, ey? Mit einer Ruhe der Aufwertung hochcraften. Aber die anderen, also man müsste sich trotzdem schon eine Menge kaufen. Also, apropos, weil hier, da es hier 500 zur Folge ist, habe ich noch ein Item, was unfassbar lang in meinem Inventar ist und das jetzt endlich benutzt wird. Nämlich eine Wegbeschreibung zur Glomps Höhle auf normal. Klasse. Bin ich mal gespannt. So, jetzt stelle ich mich hier in die Mitte und jetzt geht's ab zu Gnops Höhle. Klasse. LFGUI Window Dungeon Access. Betreten. Bin mal gespannt, ob die Map überhaupt noch da ist. Gnops Höhle. Spannung. Boah, sie ist noch da. Krasse Map, Alter. Huiuiui, Alter, was ist hier? Boah, ich kann sogar craften, Alter. Alter, Feuer, ich kann sogar craften. Guck mal, hier ist die Wegbeschreibung zum Grundab. Hier ist er früher hingegangen, um für sich alleine zu sein, aber mittlerweile wurde er halt gezerrt nach Kingsville, um da mittlerweile sein Leben zu verbringen. Was hat er Schönes am Angebot? Halt genau das Gleiche wie halt sonst auch. Klasse. Den könnte ich mir noch irgendwann mal einfach so kaufen.
Aber bringt mir halt nichts, wenn ich nicht das hier Zyklopenkind habe. Damit für die 3% Lebenspunkte. So, jetzt ist halt nochmal hier. Rune der Verwüstung. Wird mich. Lol. Genau 18.000 kosten, um eine Maragde dazu craften. Das Problem, was ich jetzt allerdings sehe, ist halt, ich benötige dann halt noch 16 Crit Damage. 16 Crit Damage ist doch einmal eine normale Rune da reinpacken. Alles klar. Das heißt, ich brauche 21.000 Draken. Ja, hätte ich damals mal die nicht so verschwenderisch vercraftet, wäre das jetzt ein bisschen billiger. Bisschen blöd. Kann ich denn das noch irgendwie anders versuchen? Irgendwie, ich versuche statt zwei Slots drei Slots. Ich nehme drei davon und habe dann. Ich guck mal kurz, einmal in der Werkbank. In der Werkbank unter Runen, unter. La 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 la. Die Namen sagen halt einfach alle gar nichts. Vielleicht Härte? Nee. Der Schmettern Vernichter könnte es sein. Nein. Beständigkeit. Verwüstung. Könnte Verwüstung das sein? Jo, ist Verwüstung. Gibt hier 32, wie gesagt. Haupthand, jemand. Aber ich bin ja bei zweihändig. Hier wird es 24 geben. Das heißt, wenn ich zwei Mächtige da reinpacke, kostet mich das halt auch 18.000. Aber es sind 48 Crit Damage. 48 Crit Damage. Sind das die, die ich benötige? Ich packe 12 da drauf. Brauche 60. Ne, passt nicht. Ich brauche ja 60. Wobei, ne, ne, ne. Hier, Mortisring, Junge, Mortisring. 12 Crit Damage kommt drauf. Bin ich bei 352. Zweimal eine mächtige Rune. Boom. Krass. Das würde sogar reichen aktuell. Also muss ich mich aber noch ein bisschen überlegen. Eventuell gibt es ja demnächst irgendwo noch irgendwas anderes zu holen. Kontra wäre, ich würde verlieren 2. Also 32% an Speed. Beziehungsweise so halb verlieren. Die würde ich dann einfach hier reinpacken. Wäre allerdings halt ein bisschen weniger. Was würde das bedeuten? Vom Speed her, leider ist jetzt hier kein Juwelier. Allerdings, wenn er 32%, wie viel habe ich hier im Handschuh drin? Kurz mal gucken. Okay, gibt es anscheinend nicht. Gibt es hier jetzt? Nee, also zusammengerechnet wird es anscheinend nicht mehr. Danke. Habe ich irgendwo ein Item, was hier in der Hand ist? Damit das kurz zusammengerechnet wird. Ah, guck mal hier. 45. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, 32% Geschwindigkeit zu verlieren ist, glaube ich, etwas zu heftig. Man könnte allerdings direkt upgraden. Also ich nehme mal an, ich nehme hier zwei Dinger raus. Habe minus 32. Könnte quasi direkt die beiden nehmen und mit dem anderen zu einem Heiligen, zu einer Aragne Rune craften. Das wären dann quasi keine 32 Verlust mehr, sondern 28. Ich habe mit allem drum und dran 3,0 3,089 an Speed. Da muss ich, glaube ich, drauf drücken. Okay, keine Ahnung. Tab, ja, hier. 3,08 Speed minus 28 wäre ich bei. Wobei, das wird, glaube ich, noch. Nein, wird nicht reichen. Hier, ich hole mal kurz den Taschenrechner raus. Hier, 3,089 Speed.
minus 0,28. Das wären dann bei 2,809. Müsste ich noch hier ein paar Runen besorgen? Beziehungsweise hier würde ja auch nochmal zwei Runen rauskommen. Da würde dann auch noch eines gehen. Ich crafte hier zumindest einmal, ich benutze hier zumindest einmal die Werkbank. Klatsch, klatsch, boing. Tschüss, Knopf. Du hast mir eine schöne Dienste geleistet. Aber ich muss dich jetzt nun leider verlassen. Das war die ach so tolle Wegbeschreibung zu Gnob. Einem Inventarplatz mehr, beziehungsweise weniger. Nämlich, ich würde einmal hier ins Inventar gehen. Mir hier das Teil, nein, nicht das Teil, sondern wahrscheinlich hier oben. Nein, das auch nicht. Wo habe ich denn hingepackt? Wahrscheinlich hier rein. Oder hier rein. Wo habe ich zur Hölle reingepackt? Da rein. Klar, zerstör's. Dann würde ich da erstmal zwei rauspacken. Dann zwei reinpacken. Dann würde ich hier, wie gesagt, zwei rauspacken. Habe ich hier irgendwo 4%. Hier, 4% hier drin wäre das. Aber. Ja gut, dann halt eben nicht. Dann wäre das aktuell so. Mehr oder weniger. Ich hätte das gecraftet mit den beiden, die da drin sind. Das wäre also voll. Das wäre quasi alles schon dann final. Mehr müsste ich nicht machen. Hier wären dann, wie gesagt, noch zwei Runen dafür übrig. Die würde ich halt nochmal mit den anderen beiden craften. Hätte nochmal zwei hier nicht Leben, sondern Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt gehe ich kurz mal in eine Map. Schmerzhaft Q3. Nein. Klicke mir das an, klicke mir das an. Würde hier. Bin bei 2,6, 2,568. 2,568. Mit dem einmal eingesetzten Dings. Dann benötige ich, um darauf zu kommen, quasi nochmal plus 30 Attack Speed. Kann ich die irgendwie erreichen? Einmal. 0,1 plus 0,1 allein schon durch den Mordesring. Bin ich bei 2,668. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr. Ich glaube 0, plus 0,04 oder sowas war noch dazu. Hier müsste ich das hier ändern. 0,4. Wäre ich bei 2,672. Dann wäre das quasi schon einmal komplett fertig. Und hier wäre ich dann noch auf dem Weg, irgendwas zu tun. Hier könnte ich noch. Also wie gesagt, dann würden hier nochmal 2%, also nochmal 4% kommen. Das heißt, das wären 0,04. Wäre ich bei 2,71. Dann wäre das hier wirklich alles komplett fertig. Ja, dann wäre ich hier. Hätte da nochmal zwei gecraftet. Dann wären das nochmal zwei mehr. Also plus 0,0. 0,02 mehr. Klick. Bei 7, bla bla bla. Und wenn hier alles 8 da ruhen, dann hätte ich nochmal plus 6. 0,06. Gleichheit. 2,792. Ja, Rechnung klappt also nicht. Mir fehlt anscheinend dann 8 Attack Speed. Interessant.
Wir würden dann 8 Attack Speed fehlen, um den Mortis Ring ausrüsten zu können. Interessant. Joa. Fehlen mir die dann wirklich? Habe ich denn hier gerade gerechnet, auch mit den Buff? Ich werde nämlich nochmal plus 0,1. Dann wäre ich bei 2,89. Damit wäre der Breakpoint erreicht. Wow. Aber ich denke jetzt gerade auch mit dem Wert gerechnet. Hier mit dem ohne. Jetzt kann man ja kurz mal nachgucken. Klick und einmal Buff. Ja, ich habe tatsächlich ohne den Buff vom Gürtel geguckt. Das heißt, das würde sogar alles gehen. Ich könnte den Mortis Ring tatsächlich ausrüsten. Für mehr Damage. Ja, dann wird wohl eine neue. Das wird wohl dann etwas Neues. Also, da werde ich mir jetzt erstmal wohl ein bisschen Mühe geben, mir den Dings hier zu erfahren. Den Mortis-Ring. Very nice, muss ich sagen. Cool, dann bin ich schon relativ weit mit allem und drum und dran. Dadurch, dass der Speed-Buff dann doch anders funktioniert, doppelt anders funktioniert, als ich mir erwartet habe, kann ich jetzt sogar einiges hier rausholen. Muss ich sagen, ist very nice. Dann geht sogar das auf, dass ich den Mortis-Ring ausrüsten kann. Mehr Damage habe, Full Crit Damage auf dem maximalen Speed Breakpoint und auch mal ordentlich Damage habe. Zwar muss ich dann diesen Ring hier dann quasi wegpacken und mir quasi nochmal einen neuen Rang 8 Legi-Ring holen, um den Mortis-Ring aufzuwerten. Allerdings sind diese paar Damage, die man durch diesen Mortis-Ring bekommt, einmal halt doppelt Grundschadenswert plus nochmal Schaden auf diesen Gegenstand und bis zu 9% erhöhter Schaden. Kann man kurz hier nochmal drauf gucken. Hier auf Infernal 4. Ja, okay, sind bis zu 8,5, also sind 2,5, die man im Maximum mehr haben kann. Da es allerdings Verzauberungen sind und das andere Grundwerte, kann man die halt wunderschön auch quasi doppelt farmen. Also ich muss halt nicht direkt das perfekte Item sofort droppen, sondern ich kann auf den einen Item die super guten Werte haben und auf den anderen die super guten Grundwerte. Dann kann ich die zusammencraften mit Seelenkerne und habe da dann mein super duper Item. Ja, wo werde ich noch versuchen, möglichst 90er Grundwerte, eher 100% Werte, auf jeden Fall gute Grundwerte holen. Im Grunde brauche ich nur gute Grundwerte, also so ein 100% Wert beim Schaden. Das Crit ist mir quasi egal, genauso wie die Widerstände. Ja. Wobei, weniger Crit zu bekommen, ist quasi gar nicht möglich bei dem Tränengriff, weil es 68%. Da geht auf jeden Fall einiges runter. Es ist jetzt auf jeden Fall wieder. Muss ich demnächst wohl eine Menge Mortis farmen? Sogar auf Infernal 4, um den Ring zu bekommen. Weil wenn man auf einem niedrigeren Modus spielt, dann ist leider sind die Verzauberungen nicht mehr so gut. Wenn man jetzt hier guckt, 8,5% erhöhter Schaden im Maximum. Wow. 7,6. Jetzt würde mich halt interessieren, kann eigentlich auf Infernal 4 ein Mortis Ring auf Rang 8 droppen? Weil wenn hier die Differenz von anscheinend 0,9 ist, dann dürfte ja dann quasi der Rang 8 Mortis Ring auf 9,4% erhöhter Schaden sein. Das heißt nochmal ein bisschen mehr Damage. Ja. Alles wieder ein Damage. So, dann werden wir wieder hier alles richtig geordnet, wieder auf den hohen irgendwas. Es ist halt jetzt die Frage, sollte man das machen oder nicht? Also ich bin jetzt sogar angefixt, das zu tun. Da ich jetzt halt auch die Möglichkeit habe, das zu tun. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält.
Das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die 25. Folge, die ist. Oh, woo! Und dann sieht man sich auch beim nächsten Video wieder. Ciao.